23. Oktober, Nationalfeiertag. Ungarn gedenkt des Aufstands gegen das kommunistische Regime und die sowjetische Besatzungsmacht von 1956. Für Ministerpräsident Viktor Orbán eine Gelegenheit, wieder einmal gegen diejenigen zu wettern, die seiner Ansicht nach die europäische Zivilisation zerstören wollen. Die Kräfte der Globalisierung versuchen uns zu zwingen, unsere Pforten zu öffnen und arbeiten daran, aus uns Ungarn den Homo Brüsselius zu machen. Im Windschatten der Globalisierung sind heute die Finanzimperien an die Macht gekommen. Es ist das Imperium der Finanzspekulation, das Brüssel und etliche Mitgliedstaaten gekapert hat. Es ist dieses Imperium, das uns die moderne Massenvölkerwanderung aufhalste, mit Millionen Migranten und einer neuen Invasion von noch mehr Migranten. Sie haben den Plan ausgeheckt, Europa in einen Kontinent mit einer gemischten Bevölkerung umzuwandeln. Wir allein leisten ihnen heute Widerstand. In der Menge werden einige kritische Rufe gegen die Regierung Orbán laut. Es geht jetzt hier zur Sache. Diese kleine Oppositionsbewegung ruft nach mehr Demokratie und Redefreiheit. Und sie werden von Sicherheitskräften abgeschleppt. Diese korrupte Regierung muss weg. Ihr seid eine Schande für das Gedenken von 1956. Ihr seid eine Bande dreckiger Diebe. Wir protestieren gegen die Korruption in unserem Land, gegen die Entwicklung zum Polizeistaat, gegen die Einschränkung unserer Bürgerrechte. Wir verlieren Schritt für Schritt unsere Freiheiten. Viele junge Leute verlassen unser Land, um im Ausland frei leben zu können. Aber ich finde, wir müssen in der Heimat kämpfen. Balázs László hat ganz andere Anliegen. Er ist 22 und Mitbegründer der neuen identitären Partei Kraft und Entschlossenheit, die bei den Parlamentswahlen im kommenden Frühjahr antreten will. Hallo. How are you? Den Statistiken zufolge könnte die Bevölkerung unseres Kontinents in 50 oder 60 Jahren ethnisch ersetzt worden sein. Laut Schätzungen leben heute schon rund 30 oder sogar bis zu 70 Millionen Muslime aus dem Nahen Osten in Europa. Die Zahl der osteuropäischen Zigeuner liegt bei 10 bis 12 Millionen, ganz zu schweigen von der Zahl der afrikanischen Immigranten. Wir können erwarten, dass in etwa 10 Jahren 1 Milliarde Menschen aus Afrika wegziehen könnten. Unsere Bevölkerung sinkt kontinuierlich, während diejenigen, die hierher kommen oder schon hier mit uns leben, sich ständig vermehren. Und wenn wir das nicht voraussehen, dann werden die Weißen aussterben. Ich sage ganz kühn, die radikale Rechte ist wieder da. Wir wollen die Anhänger der Bewegung nach ihren Motiven fragen. Wir müssen zum Beispiel den Neoliberalismus verhindern und die muslimische Zuwanderung in unser Land. Wir müssen verhindern, dass dies in den westlichen Ländern stattfindet. Diese Dinge ruinieren den Westen. Was antworten Sie, wenn die Leute diese Bewegung, diese Partei als Neonazis bezeichnen? Only the leadership can give us an interview, not the people here. Okay. And only Balázs is here from the leadership. Okay, das Interview wurde abgebrochen. Wir sind hier nicht sehr willkommen. Also können wir niemand anderen als den Boss interviewen.
Auch die Regierung hat sich auf die Fahnen geschrieben, die ungarische Identität gegen eine Invasion aus dem Ausland zu verteidigen. Die jüngste Kampagne, landesweit plakatiert, richtet sich gegen George Soros, den jüdisch-amerikanischen Milliardär, Spekulanten und Philanthropen, der aus Ungarn stammt. In seiner einstigen Heimat wirft man ihm vor, eine Migranteninvasion in Europa geplant zu haben. Als Geldgeber vieler NGOs ist er letztlich auch Zielscheibe des neuen Gesetzes, das Ungarns Nichtregierungsorganisationen verpflichtet, sich als vom Ausland unterstützte Organisation auszuweisen, wenn sie über etwa 24.000 Euro pro Jahr aus dem Ausland erhalten. Die EU hat ein Vertragsverletzungsverfahren wegen des Gesetzes eingeleitet. Das Gesetz schade vielen karitativen Organisationen, klagt ein Sprecher der von Soros gegründeten Open Society Stiftung. Diese Stigmatisierung dient doch nur dazu, dass Nichtregierungsorganisationen als ausländische Agenten angesehen werden und es erschwert ihnen, Finanzierung zu bekommen. Denn es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die Leute Agenten aus dem Ausland unterstützen wollen. Es gibt da aber auch noch eine ernstere Konsequenz dieser Kampagne. Solche Kampagnen schaffen Feindbilder. Erst sind es die NGOs, dann Brüssel, dann ist George Soros der Feind. Wer ist der Nächste? Und Feindschaft endet im Allgemeinen in Gewalt. Wir hoffen sehr, dass diese Hasskampagne am Ende nicht in Gewalt ausartet. Wir haben einen Termin bei der Menschenrechtsorganisation Aurora. Vor der Tür wurden Anti-Soros-Graffiti von Rechtsextremen auf den Bürgersteig gesprüht. Aurora beherbergt mehrere kleine Vereine, die sich für Menschenrechte und Minderheiten einsetzen. Hi, hello. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Hi, come inside. Hier haben wir die Juden, die Zigeuner, die Homosexuellen, die Drogenabhängigen. Die meisten dieser NGOs sind Zielscheibe der Propagandamaschine und der Regierung. Der Staat hat viele Teile der ungarischen Bevölkerung allein gelassen, hauptsächlich diejenigen, die Hilfe brauchen. Und die NGOs hier helfen diesen Menschen. Und manchmal ist es sehr schwierig, in solch einer Situation seine Arbeit zu machen, denn man fühlt den Hass, die Wut, die von der Propaganda geschürt werden. Wir fahren Richtung Süden, an die Grenze zu Serbien. Hier wurde über 175 Kilometer ein Metallzaun mit Stacheldraht errichtet, nachdem Flüchtlinge im Jahr 2015 zu Tausenden illegal über die damals schlecht bewachte Grenze kamen. Die Bewohner der 4000-Seelen-Gemeinde Ashotalom sind beim Thema George Soros und Flüchtlinge nicht zimperlich. Zuerst sollte man den Alten erschießen. Es ist schwierig, jemanden, der so denkt, zu besiegen. Solche Leute kann man nur erschlagen und dann im Boden verscharren. Wir wollen hier nicht überlaufen werden oder unser Christentum von anderen Nationen beeinträchtigen lassen. Wir wollen keine Flüchtlinge und keine andere Religion hier. Eins steht fest. Sie sollten an den Grenzzaun gebunden und erschossen werden. Dann werden die anderen es nicht mehr wagen, auch noch herzukommen. Dieses Video machte international die Runde. Eine Produktion des Bürgermeisters von Ashotalom. Seine Botschaft an potenzielle Asylbewerber: Außerhalb der offiziellen Grenzposten kommt man nicht legal ins Land. Er rät den Interessenten, es über Kroatien oder Slowenien zu versuchen und warnt: Ungarn ist eine schlechte Wahl und Ashotalom die schlechteste. Der Bürgermeister ist Vizepräsident der rechtsextremen Partei Jobbik, der wichtigsten Konkurrentin der nationalkonservativen Regierungspartei Fidesz. Er hat sich für den Grenzschutz eine eigene Bürgerwehr zugelegt. Eine Handvoll Männer, die, wie er uns erzählt, mehr illegale Migranten geschnappt hätten als die staatliche Grenzpolizei. Viele kommen aus Pakistan, aus Bangladesch oder zum Beispiel auch aus Marokko und dem Kosovo. Dort gibt es keine Kriege, das sind keine Flüchtlinge. Aber sie versuchen jede Woche, diesen Grenzzaun zu überwinden. Wer ist denn willkommen in Ihrem Ort? Wir wollen unsere Traditionen bewahren.
Ich respektiere den Islam, aber in meinem Land ist er nicht möglich, denn der Islam ist nicht mit den ungarischen Traditionen kompatibel. Dies ist eine ungarische Stadt. Sie ist katholisch, römisch-katholisch. Wir können die Menschen aufnehmen, die diesen Fakt respektieren. Es ist eine ungarische, katholische, europäische Stadt. Bürgermeister Laszlo Toroszkai ist auch für das Burka-Verbot bekannt geworden, das er in seinem Ort verhängte. Der Bau von Minaretten und Moscheen sowie der Gebetsruf sind in Ashotalam ebenfalls verboten. Der Ort gilt identitären Bewegungen und Verfechtern der Idee weißer Vorherrschaft als Vorzeigebeispiel. Er hat einige Zuwanderer angelockt, die den Idealen des Bürgermeisters entsprechen. Man weist uns den Weg zum Haus einer deutschen Einwandererin. Würden Sie uns etwas dazu sagen, warum Sie hergezogen sind? Merkel, Satan, na aber, Merkel und Soros, ja, trojanisches Pferd, kommen Sie rein. Regina Riederer ließ sich im Mai hier nieder. Wenige hundert Meter hinter dem Grenzzaun fühlt sie sich sicher, sagt sie. Knusch, oh, mein Bruns, knusch. The borders are open today in Germany. It's a Skandal. It's a Skandal. Die Grenzen in Deutschland sind offen. Ein Skandal. Da musste ich gehen. Hier ist es okay, hier schützen sie die Grenze. Und wenn Flüchtlinge kommen, werden die mich nicht umbringen. Die gehen weiter nach Deutschland. Come over the border. Okay, they would not murder me. They would go to Germany. Money. But one day. Aber irgendwann sind die Kassen in Deutschland auch leer. Sure, one day. In Germany, the money is empty. Wer illegal die ungarische Grenze übertritt, dem drohen 3 Jahre Gefängnis. In diesem Frühjahr hat das Parlament ein neues Asylgesetz gebilligt. Demnach werden alle Asylsuchenden in 2 Containerlagern in Transitzonen nahe der serbischen Grenze festgesetzt, bis ihr Verfahren endgültig entschieden ist. Der Europäische Gerichtshof reagierte mit einer einstweiligen Verfügung. Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Der Zugang zu den Lagern ist Medienvertretern verboten. Okay. No? No. Wir fahren weiter Richtung Serbien. Um die 6.000 Menschen sind dort als Asylbewerber für Ungarn registriert. Das Migrantenzentrum von Subotica liegt am nächsten an der ungarischen Grenze. Es beherbergt vor allem Familien, die im Schnitt 1 Jahr oder länger darauf warten, auf die Liste der einzulassenden Personen gesetzt zu werden. It makes Serbia one big refugee. Serbien wird zu einem großen Flüchtlingslager für diejenigen, die Asyl in der EU beantragen wollen. All diese Regelungen, dieses Erschweren des Asylantrags, dieses lange Warten für die Menschen, bis eine Entscheidung über sie gefällt wird, öffnet Tür und Tor für Schmuggel und Schmuggler. Wir fahren wieder zurück nach Ungarn. Zum Dreiländereck Ungarn, Serbien, Rumänien. Hier endet der Grenzzaun abrupt. Dahinter kommt man ganz einfach über die Grenze. Hier am Dreiländereck, am Ende des Stacheldrahtzauns, werden wir ganz in der Nähe jetzt ein anderes, sehr spezielles Dorf ansehen. Mit unser kleines Dorf Kübeckhausen empfängt das beschauliche Kübeckhaser seine Besucher und erinnert an die Donauschwaben, die einst im Dorf lebten. Die Europaflagge prangt hier, doch kaum ein Plakat der Anti-Soros-Kampagne. Diese hier seien in der Nacht von Unbekannten aufgehängt worden, erzählt man uns. Das Dorf lebt in Harmonie mit den serbischen und rumänischen Nachbarn. Der Bürgermeister empfängt uns im Gemeindecafé, das Vereinen Raum bietet und in dem er selbst regelmäßig mithilft. Über die Abschottungspolitik von Viktor Orban ist er entrüstet.
und dessen Standpunkte würden das Land nur isolieren und spalten, klagt er. Die wahren Prioritäten wurden darüber vergessen. Autoritäre, autokratische Regime brauchen immer ein großes Feindbild, gegen das sie kämpfen können, gegen das sie die Nation zum Krieg aufrufen können, aber nur mit dem einzigen Ziel, die Aufmerksamkeit von den wahren Problemen des Landes abzulenken. Das Problem in unserem Gesundheitswesen ist immer noch nicht gelöst. Die Probleme im Bildungssystem ebenfalls nicht. 700.000 Menschen sind aus diesem Land ausgewandert, von hier geflohen, weil sie keine Zukunft mehr sehen und keine Hoffnung. Und heute ist alles Thema in Ungarn. Nur nicht das Volk.